da wir gerade beim Glauben waren und es viele Wahrheitsfacetten natürlich auch beim Glauben gibt, will ich hier mal von Manfred Hausmann Stundenglocken vorlesen. Da gibt es eine Seite, die ich habe aufgeschlagen und die hat heute auf mich resoniert und deswegen lese ich sie jetzt auch heute vor. Paradoxie des Glaubens. Der Mensch, der in der Sicherheit seines Glaubens lebt, der meint, er hätte Gott und der sich damit Gott wesentlich gleich dünkt. Ein solcher lebt in Wahrheit in der größten Gottesferne. Der andere dagegen, der Verzweifelte, der zu seinem Entsetzen und zu seiner Verzweiflung dessen inne wird, dass es unmöglich ist, Gottes je habhaft zu werden. Der weiß wenigstens um den Abgrund, der zwischen hier und dort klafft, weiß wenigstens, dass er nichts weiß und nichts hat und nichts wissen und nichts haben kann. Er bleibt aber geöffnet für Gottes Walten. Er sucht also noch, er ist verzweifelt, aber doch wegen seiner Offenheit geheimnisvoll getrost. Er ist Gott so nahe, wie ein Mensch ihm nur so sein kann. Heute lese ich euch noch was vor zur Abrundung. Der gefällt mir sehr. Den habe ich auch heute einfach das Buch aufgeschlagen und der ist mir entgegengestrahlt. Das ist auch von den, das ist von den Quellen persischer Weisheit. Der ist der Selbsterkenntnis und der Selbstverwirklichung am nächsten, der mit seinem Schicksal zufrieden und einig ist. Denn die Zufriedenheit ist die Friedlichkeit des Menschen. Auch in der Bitterkeit des täglichen Lebens. Und nun.